Es ist natürlich klar, ich habe ja, dass viele unterschiedliche Meinungen auftauchen. Im Netz konnte ich lernen. Bitte? Ja, ich denke, wir können es so handhaben, wie ich das im Netz gelernt habe mit den Handzeichen. Das funktioniert ganz gut. Ja, dann weiß derjenige gleich, was er will. Ja? Also wenn ihr Ja macht, dann macht ihr wie? Ja, das ist ja. Halt mal Ja. Alle mal Ja. Sehr schön. Das schaut gut aus. So, Nein? Ist Nein? Nein? Das ist Nein. So, genau. Das heißt, derjenige, der da vorne spricht, der weiß auch gleich einzuschätzen, was ihr davon haltet, okay? Alles klar. So, dann habe ich jetzt hier noch den Christian. Die Christa, Entschuldigung. Liebe Freunde, hört ihr mich? Also ich wollte sagen, wenn man hier schon redet, dann sollte man das Maul aufmachen, mach's Maul auf und hör bald auf. Aber sag was. So. Ihr seht mich hier mit einem Schild dastehen, wo viele nicht wissen, was das Wort Lastine bedeutet. Esoterik ist das. Was heißt es? Unsere Macht, liebe Leute, liegt nicht, wie die Vorrednerin sagte, in der Tasche, sondern unsere Macht liegt im Kopf. Und man muss verstehen, dass dieses jetzige Finanzsystem ist am Ende. Die Finanzoligarchie, das heißt das Dollar- und das Eurosystem, ist am Ende. Sie brauchen uns. Die Steuergelder, sie brauchen die hart erarbeiteten Gelder des arbeitenden Volkes. Deshalb haben wir alle Macht in der Hand. Und Roosevelt hatte 1933 mit dem Gesetz Glass-Steagall, was ihr hier lesen könnt, hat er die Macht der Finanzoligarchie gebrochen. Er hat eben damit, mit diesem Gesetz, hat er eine faschistische Übernahme der USA verhindert. Die gleichen Maßnahmen sind heute wieder geplant. Wir haben eine Finanzblase, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Sie ist 25 Mal Weltbruttosozialprodukt. Dieses Geld muss gestrichen werden. Was machte also Roosevelt? 3 Wochen nach Hitler, die erste Amtshandlung. Er erklärte 2 Tage Bankenfeiertag, prüfte die Bücher der Banken und strich den ganzen Giftmüll. Die Banken waren verkleinert, sie waren wieder unter der Verfassung. Und diese Debatte brauchen wir heute. Verbunden mit der Wall Street, verbunden mit Reisen in Spanien, in Italien, in Griechenland. Wir brauchen ein globales Glass-Siegel. Wir brauchen eine Gerechtigkeit für das Volk. Wir sind das Volk. Dankeschön. Okay, jetzt haben wir noch Christian hier und dann noch jemand und danach bitte ich Konrad und der Löwe auf die Bühne, dass wir ein bisschen Musik hören. Ist das okay? Ja! Okay, Christian. Christian! Mein Name ist Christian Wassermann, ich bin Vertrauensmann und IG Metall-Mitglied im Betrieb, wo ich arbeite, mit Ersatzbetriebsrat und aktiv bei den Münchner Gewerkschaft Linken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, die Grünen haben am Anfang gesagt, wir wollten mehr soziale Frieden. Der soziale Frieden dürfte nicht gefährdet werden. Der soziale Frieden ist gefährdet. Die werden ständig Tag für Tag von seinen Unternehmen aufgekündigt. Was wir brauchen, ist sozialer Unfrieden. Was wir brauchen, ist mehr Streiks. Was wir brauchen, sind mehr Proteste. Was wir brauchen letztendlich, und ich bin nicht der Einzige, der das sagt, ist eine soziale Revolution. Es wird nicht ausreichen, die Banken zu regulieren. Das haben wir vor 2, 3 Jahren, haben viele Menschen gedacht, ja, jetzt kommen die Politiker, werden die Banken regulieren. Was haben wir erlebt? Nichts wird reguliert. Die Gewinne stiegen wieder. Was haben wir erlebt, wenn wir das Vertrauen an den Politiker schenken durch Wahlen?
die machen einfach so weiter. Es wird nicht ausreichen, zu appellieren an diese Politiker. Diese Politikerin und diese soziale Schicht von Menschen gehören entmachtet, enteignet. Es ist richtig, die Enteignung der Banken zu fordern, die ersatzlose Enteignung der Banken zu fordern und die Kontrolle von uns. Das ist richtig. Das wird aber auch nicht ausreichen. Weil die Bankenkrise ist nicht eine Krise der Banken alleine. Die Bankenkrise ist entstanden, weil viele Kapitalisten gedacht haben und gesehen haben, in der Produktionssphäre reicht es nicht mehr aus, die Gewinne sind zu niedrig. Wir versuchen, mehr Gewinne zu schaffen in der Finanzindustrie. Darum sind viele Gewinne aus der Produktionssphäre in die Finanzindustrie abgewandert. Wir haben weltweit eine Überproduktionskrise. Das hat was mit dem Kapitalismus insgesamt zu tun. Es sind nicht nur die gierigen Banker, es sind genauso die gierigen deine Benzbosse, es sind genauso die gierigen, in Anführungszeichen, Chefs von kleinen Firmen. Dieses System ist das falsche System. Was wir brauchen, ist eine Revolution, die zu einer sozialen neuen Aufteilung der Werte und in der ganzen Welt für uns hinführt. Bravo. Letzter Punkt ist, ich glaube, wir müssen nicht nur demonstrieren und Kundgebung machen, wir brauchen auch Demonstrationen und wir müssen auch zur Besetzungsaktion übergehen. Am Anfang dieses Jahres stand in der arabischen Welt Revolution auf der Tagesordnung. In diese Richtung müssen wir gehen. Dankeschön. Thank you.